Moin und hallo. Moin. Wieso ich jetzt wieder in den sauren Apfel beißen muss und warum ihr schuld seid, dass wir jetzt eine Dashcam uns wieder anbauen. Darum geht's in unserem heutigen Video. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Das mit dem sauren Apfel habe ich ja schon gesagt. Wir hatten schon mal eine Dashcam. So, das ist, ich weiß gar nicht, wie lange das hier war. Das war in der Corona-Zeit, Und sie hing dann auch wunderbar. Und wenn ich dann Auto gefahren bin, hat das Spielkalb Bertil neben mir die ganze Zeit an diesem Teil herumgefummelt. Ich machte immer piep, piep, bing, bing, bong, bing, bong, bang, bis mich das genervt hat und wir sie wieder rausgeschmissen haben. Das ist erstmal die erste Geschichte von uns mit Dashcam. So, vorletztes Video. Wer es gesehen hat, weiß Bescheid. Da ist uns ein Camper vor das Auto gelaufen, mit Tisch und Stuhl in der Hand, um eher auf einem Stellplatz zu sein. Wir wollen das mal ganz kurz fassen. Wir hätten ihn fast angefahren. Da haben wir uns sehr erschrocken und viele von euch haben in den Kommentaren geschrieben: Mensch, schafft euch doch wieder eine Dashcam an. Deshalb, ihr seid schuld. Ihr sagt ja sonst immer, wir wären schuld, dass ihr dieses und dieses Auto gekauft habt. So, wir also jetzt wieder Dashcam. Und Bertel und ich haben einen Vertrag abgeschlossen: Wenn ich Auto fahre, wird nicht mehr ganz so viel an der Dashcam herumgespielt. Versprochen. Gut. Nora, das war ja nicht die einzige Geschichte, die uns passiert ist. Das ist ja immer wieder vorgekommen, gerade in den letzten Monaten, dass uns Autos die Vorfahrt genommen haben, dass wir beinahe Kollisionen hatten, weil Autos auf der Autobahn zu früh eingeschert haben vor uns und uns geschnitten haben. All diese Dinge. Es geht ja um das Thema bei Unfällen oder bei irgendwelchen Geschichten, wo dein Auto beschädigt wird, einen Nachweis erbringen zu können. In Deutschland haben wir ja das Datenschutzgesetz und du darfst nicht rumfahren und alle möglichen Autos filmen, so aus Langeweile. Das geht natürlich nicht. Aber zur Beweissicherung vor Gericht, wenn irgendwas passiert ist, dann darfst du situationsbedingte Videos vorlegen. Und das ist überhaupt kein Thema. Das ist inzwischen anerkannt, vor Gericht auch in mehreren Prozessen. Und deshalb haben wir uns entschieden, wieder eine Dashcam zu nutzen. Bei der Dashcam ist das nun so geregelt, digital gesteuert, dass das kein Problem ist, weil du machst keine Daueraufzeichnung. Du kannst, wenn du in eine Situation kommst, wo du einen Unfall hast oder irgendwas, dass du dieses Video speichern möchtest, tickst du auf die Kamera seitlich und dann ist dieses Video gesperrt und kann nicht überspielt werden. Alle anderen Videos, die du ja ständig aufnimmst, werden immer wieder nach dem dritten Video überspielt und so hast du keine Datenspeicherung. Und darum geht es ja im Datenschutz. Keine Datenspeicherung, die rechtlich unzulässig ist. Situationsbedingte Aufzeichnungen sind erlaubt. Und eine situationsbedingte Aufzeichnung wäre ja zum Beispiel ein Unfall. Und die Daten darfst du speichern, die Videodaten, und diese Daten darfst du auch vor Gericht verwenden. Was ich auch bei unserer alten Dashcam nicht so gut fand: sie ragte weiter mehr in den Raum und wir konnten unser damaliges Remi-Rouleau nicht schließen. Jetzt bei der neuen geht das. Und das ist uns wichtig, ja? Wenn ihr geht auf Fahrt zum Supermarkt, auf den Parkplatz oder und die Sonne kommt von vorne, ihr könnt jetzt euch nicht anders hinstellen, dann möchte ich dieses Remi-Rouleau auch schließen können, damit sich das Fahrzeug, der Vorführeffekt, nicht so aufheizt. So, und es funktioniert. Es schließt. Sie Ja. passt. Und Das kam das. ja, Nora, das kam ja dazu, durch dieses An- und Abbauen damals, ne, der Dashcam, dass man die immer abmachen musste, um das Ja, Remi schließen zu können. genau. Hatten wir dann irgendwann keine Lust mehr und haben die Dashcam gar nicht mehr genutzt. Genau. Das war der zweite Grund. So. Unser Schutz, uns geht es darum, unser Fahrzeug und unsere Sicherheit zu schützen, zu beschützen. Wir möchten eben etwas nachweisen können, wenn es zu einem Unfall oder zu einer strittigen Situation kommt, dass wir darüber Videomaterial haben. Wir hatten ja vor Jahren, Nora hat es erzählt, hatten wir eine Dashcam und die war eben auch von dieser Firma Ventru. Und da haben wir uns mal so ein bisschen was schicken lassen. Was ist für uns wichtig bei dem Einsatz einer Dashcam? Wir schauen einfach mal rein, wie so ein Set von Ventru, ein Dashcam-Set aussieht und was dabei ist.
in dem Set gibt es eine Kurzanleitung und dann gibt es eine lange Anleitung, eine Betriebsanleitung. Und diese Kamera oder Kameras, es sind ja zwei unterschiedliche, die haben so viele Einstellmöglichkeiten und so viele Gimmicks, sagt man ja auch. Das ist echt der Knaller. Das ist jetzt die Ventru Nexus 4 Pro. Die hat drei Kameras. Die beiden nach vorne oder eine nach vorne, eine in den Innenraum und eine zum Heck. Und dies hier ist das Modell 5, Nexus 5. Das ist das Topmodell. Und da hast du hinten sogar zwei Kameras. Eine nach hinten raus, aus der Heckscheibe, und eine nochmal zum Innenraum. Da kannst du dann auch deine spielenden Kinder mit überwachen. Diese Zweitkameras werden wir jetzt in unserem Fahrzeug nicht einsetzen. Ich gesehen haben müsste sie natürlich. Also die Nexus 5 hat vier Kameras und die Nexus 4 Pro hat drei Kameras. Beide Ventru-Kameras, die Nexus 5 und die Nexus 4 Pro, sind 4K-Kameras. Schärfer geht's nicht. Hier haben wir das Stromkabel, das über einen normalen 12-Volt-Stecker die Kamera mit Strom beliefert. Da sage ich nachher noch was zu. Und das ist der Halter für die Kamera. Und angebaut wird das Ganze mittels dieser Klarsichtfolie. Die kommt vorne an die Scheibe. Und die wird dann mit einem Rakel, kannst du dann die Luftbläschen, die sich bilden könnten, rausmassieren. Und darauf wird dann der Kamerahalter geklebt. Genau. Das sind so Klebepads. Und jetzt kommt das Interessante. Du hast keine Verschraubung und gar nichts. Du kannst die Kamera einfach so entfernen. Dann geht es auch aus. Die hat keinen Dauerstrom. Jetzt ist Strom unterbrochen, Kamera geht aus. Und mittels Magnet und Kontakten, bupp, kann ich sie wieder dran pinnen. Jetzt geht sie gleich wieder an. Strom hat sie. Und da ist sie. Jetzt springt sie an. Die Menüführung direkt an der Kamera machst du hier unten mittels Taster, die du drücken kannst. Und hier hast du nochmal die Symbole für die Funktionen abgebildet. Ja, die sind ein bisschen klein. Man kann ja. Und jetzt kommt ja noch das Coole dabei. Genau. Diese beiden Modelle, die Nexus 4 Pro und die Nexus 5 von Ventru, die kannst du per App steuern. Da gibt es eine Software, da kannst du alle Funktionen und Einstellungen und noch viel mehr über die Ventru-App machen. Du hast die GPS-Daten drauf, du kannst dir eine Landkarte anlegen mit deinen GPS-Daten, du hast deine Geschwindigkeit drauf, du hast alle wichtigen Informationen zu deiner Fahrsituation, Fahrposition kannst du abrufen. Du kannst da sogar Bilder abspeichern, du kannst mit der Kamera ja auch Fotos machen. Du kannst sie also auch so ein bisschen als Urlaubshobby mitnutzen, die Kamera. Und der nächste Grund, warum wir Ventru gewählt haben, das muss ich vielleicht auch noch sagen. Bei Ventru gibt es Zubehör. Es gibt Kabel. Du hast hier in der Grundausstattung für die Heckkamera ein Kabel. Das ist meines Erachtens zu kurz, um die Heckkamera mit der Frontkamera zu verbinden. Dafür gibt es aber auch im Zubehör von Ventru ein 9-Meter-Kabel. Und das sollte auch ausreichen, um deine Kameraanlage verdrahten zu können. Ganz wichtiger Punkt für mich persönlich aus dem technischen Bereich, eine Dauerstromversorgung. Du kannst bei Ventru direkt von dem Kamerahersteller eine Dauerstromversorgung im Zubehör erwerben. Mit Sicherung und allem drum und dran. Und wofür brauchen wir das, eine Dauerstromversorgung? Du hast bei den moderneren Fahrzeugen ist ja immer so, Motor aus, Schlüssel raus und dann sind die ganzen Dosen hier vorne, die Steckdosen, 12 Volt, USB, was da auch immer ist, die sind dann stromlos. Und dann hat deine Kamera keinen Strom mehr und dann geht sie aus. Und ein Faktor, warum uns diese Kamera auch so gut gefällt, ist der Parkmodus. Im Parkmodus überwacht die Kamera deine Front vorne und wenn dann einer mit einem anderen Auto gegenfährt oder wenn da einer langläuft und kratzt auf der Motorhaube rum, Vandalismus und sowas, springt die Kamera automatisch an. Das nennt sich Parkmodus. Und damit das Ganze auch 24 Stunden funktioniert, wenn du nicht im Auto bist,
Dafür benutzt du dann halt diese Dauerstromversorgung, die ich dann eben mal auspacke. Ich gebe mir Mühe. Und mit diesem Kabelsatz kannst du natürlich auch schön hinterm Remi lang gehen. Ne? Das hier ist jetzt ja nur eine Schnellinstallation, die wir gemacht haben. Vorne mit einer Powerbank. Da liegt eine Powerbank. Und die nutzen wir im Moment, um hier während des Videos die Kamera mit Strom zu versorgen. So sieht eine Powerbank aus. Die hat auf der einen Seite ein Solarfeld drauf zum Nachladen und hinten Steckverbindungen, Kabelverbindungen, um eben Handys etc. pp. Mit Strom versorgen zu können. Alle die Produkte, die wir euch heute zeigen, die findet ihr natürlich nachher in der Videobeschreibung wieder, auch das Zubehör. Ne? Logisch, müsst ihr nicht suchen. So viel zur Stromdauerversorgung. Dann ist uns aufgefallen, die Frontscheiben, die spiegeln ja gerne. Und du hast ja zwischen der Kameralinse und der Frontscheibe ist ja ein Hohlraum, also ein Luftraum. Und dadurch kann es dir passieren, wenn die bei der Sonneneinstrahlung, bei der Lichteinstrahlung, dass deine Scheibe vorne Reflexe aufweist, also Spiegelung vom Armaturenbrett, wie auch immer. Und die findest du nachher auf deinem Video wieder. Das möchtest du natürlich nicht, weil diese Spiegelungen können ja auch Dinge abdecken, die du in dem Video sehen möchtest. Und da haben wir wieder ein Zubehörteil, auch direkt vom Hersteller. Das ist ein Polarisierungsfilter. Polarisationsfilter. Ach, Polarisationsfilter. Ja, schweres Wort. Haben wir natürlich schon drauf vorne auf unserer Kamera. Ja, genau. Machst du mal ab. Wird hier vorne drauf gesetzt. Den kannst du auch noch einstellen. Den kannst du sogar hier einstellen. Ich habe den so stark drauf gedreht. Nora, hier ist er. Hier vorne ist ein Gewinde an der Kamera und dann kannst du den Polarisationsfilter draufschrauben. Meine Herren! Egal! Hier, die Kamera verfügt vorne an der Linse über ein Gewinde und dann kannst du den Polarisationsfilter dort draufschrauben und dann hast du auch keine Spiegelung mehr im Video. Jetzt war's richtig, Nora. Ja! Cool finde ich die Magnethalterung. Ja. Zack. Ja, wenn man denn mit der linken Hand hinkommt. Zack. So, jetzt ist er dran. Wunderbar. Aber ich fand es echt gut mit dem Remi-Rollo. Weil das hat uns eigentlich immer davon abgehalten. Ne? Ja. Damals. Ja. Warum haben wir uns dafür entschieden, für dieses Modell? Es ist App-gesteuert. Es ist ein Sony-Prozessor drin. Sony haben wir gute Erfahrungen mitgemacht mit den kleinen Kameras, als wir anfingen mit den Action-Cams, die ersten Videos zu drehen, hatten wir eine Sony-Kamera. Damit die Kamera überhaupt Sinn macht, brauchst du natürlich noch eine SD-Karte, die in die Kamera gehört. Ja, und was macht Ventru noch? Sie haben eine super Nachtaufnahme. Das ist cool. Wie sich das Gerät in der Praxis dann bei uns beweisen wird, ich hoffe, ohne dass wir es als Beweismittel nutzen müssen, das zeigen dann die nächsten Monate. Ja, wir haben doch noch ein paar Geschichten. Wollen wir noch mal eine erzählen? Oder zwei? Weißt du noch, die am Strand? Am Strand auf Römmel. Ja. Strandrömmel. Wir stehen da, es ist stürmisch und da kommt so ein PKW angefahren und die wollten für Instagram irgendein wunderbares Foto machen und haben ihre Drohne rausgeholt. Mhm. Die standen nicht weit weg von uns, die Würste. Und wir hatten einen Segen, hat Bertel damals ja bei unserem Kastenwagen die Kunststoffteile gerappt dort. Die flog hochkant gegen unser Fahrzeug. Und ein Segen, da haben wir Glück gehabt, gegen einen dieser Raptor-Teile, Kunststoffteile. Ja, nichts gesehen, nichts passiert. Die haben Glück gehabt, die Würste. Also wirklich, sonst hätten sie Ärger gekriegt. Aber das, wie kann man bei Sturm die Drohne fliegen lassen? Oder Drachen, das war Butcher-Ding. Drachen, wir waren spazieren, wir kommen vom Weiten wieder. Wir sehen wieder eine Familie mit Kindern, ist ja auch egal, ihren Drachen stehen, steigen lässt auf dem Stellplatz zwischen den Wohnmobilen. Genau. Zack, gegen unser Wohnmobil. Die haben dann gesehen von Weitem, dass wir kommen, sind abgehauen. Und wie kannst du das beweisen? Ja, da war ein kleiner Kratzer, war noch unser alter Clou.
Was war denn noch für Geschichte? Ja, und Hamburg finde ich am schlimmsten. Das ist ja vorhin noch angeschnitten. Wir sind mal so von der Straße gedrängt worden. Bertel saß am Steuer, weil der unbedingt wieder rein wollte. Okay, wir wissen alle, die armen Lkw-Fahrer haben Stress und so weiter. Und müssen irgendwo auch einigermaßen schnell an ihr Ziel kommen. Aber wir waren so ein Stück von der Leitplanke entfernt. Ja, und der Lkw-Fahrer hat im Lkw-Überholverbot überholt. Ja, ja. Und dann hat er sich vor uns gedrängt. Ja. Und der Knaller war ja, dass der Lkw, der hinter uns fuhr, uns dann auch noch bedrängt hat in unserer Spur. Weil der hat gehupt, weil er so sauer war, dass der andere sich vorgedrängelt hat und wir ihn vorgelassen haben. Ja. Also waren wir für alle, die da beteiligt waren, sprich die beiden LKWs, waren wir das schwarze Schaf. Ja, genau. Den einen haben wir reingelassen und dem anderen waren wir zu langsam, oh, weil wir den reingelassen haben. Der weiß dann langsam auch nicht mehr, wie du dich verhalten sollst. Ne? Und da möchten wir uns einfach absichern. Ja. Und deshalb eine Dashcam. Ja, und vor allen Dingen dauerhaft, ne? Dauerhaft leben im Wohnmobil. Bis jetzt haben wir wirklich Glück gehabt. Und ich weiß nicht, es wird ja schlimmer. Durch dieses Video, was ich vorhin schon erwähnt habe, nur das vorletzte Video, der Camper, der uns da vors Fahrzeug gesprungen ist. Also das war das, wie sagt man, das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Ja. Und deshalb haben wir eure Ratschläge angenommen. Dashcam muss her. Ja. Ne? Waren auch tolle Kommentare, also schlimme Erlebnisse, ne, die wir so alle haben. Und die Entwicklung geht ja wirklich dahin. Und wir möchten ja weiter campen. Wir wollen das ja nicht aufgeben. Ne? Und ihr wisst jetzt Bescheid, Dashcam an Bord. Vorsicht. Ja, ist doch so. Beide dieser Kameras sind App-gesteuert und das ist nochmal ein ganz geniales Spielzeug. Ja. Gerade für, ne, Interessierte. Ich darf das ja nicht benutzen, die App. Deshalb zeige ich die heute auch gar nicht, weil dann bekomme ich Ärger mit Nora. Psst. Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Fangen wir an mit der Ventru N4 Pro N für Nexus. Kostet 339,99 €. Die N5 369,99 €. Und beide jetzt zur Zeit, jetzt mit Coupon 60 € Nachlass. Direkt auf Amazon. Danke, Nora. Gerne. Das war's für heute an der Dashcam-Front. Wieso, weshalb, warum wir eine Dashcam im Auto haben? Habt ihr Ideen dazu? Habt ihr eine Dashcam? Warum habt ihr euch eine Dashcam gekauft? Oder wollt ihr euch eine Dashcam kaufen? Was haltet ihr denn überhaupt von einer Dashcam? Spannende Fragen. Seid so gut, schreibt es uns in die Kommentare. Habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Bleibt gesund. Jo. Tschüss. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüssikowski. Und wer räumt das hier wieder auf, Nora? Du. Ich. Ach so, ist Technik, ne? Technik ist meins, ne? Genau. Tschüss. Ich gehe Wäsche waschen gleich.